Mo und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Lilly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Watch out. Disneys kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. Wow, Julia, du siehst ja heute so... Ich weiß, schlichtes Understatement. Das ist jetzt total hübsch. So hübsch aus, wollte ich sagen. Steht dir gut, so ganz ohne Kriegsbemalung. Man kann sogar dein Gesicht sehen. Das ist der ultimative Trend zur Natürlichkeit. Alle Stars in Hollywood schwören darauf. Schlicht und einfach statt Luxus und Glamour. Ah ja? Und wie lange hält der ultimative Trend dieses Mal? Oh, ewig. Dieser Look wird für immer bleiben. Dann hast du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn ich all diese brandneuen Luxus-Kosmetik-Brüppchen bei der Schultombola als Preis hernehme. Luxus-Kosmetik-Brüppchen? Hübchen. Gut, dass du deinen ultimativen Look schon gefunden hast und dem ganzen Luxus abschwörst. Das brauchst du alles nicht mehr. Lippenstift, Lidschatten, Rouge, Mascara. Du kannst doch diese wertvollen Pröbchen nicht einfach für diese blöde Tombola verschwenden. Ich muss mich verbessern. Das ist die wahre Julia. Hi Mädels. Hi Luca, wie war deine Tournee? Ach, wie immer. Paris, London, New York, so halt. Ist das nicht irgendwie anstrengend, die ganze Zeit so herumzureisen? Hm? Naja, also ich fliege erster Klasse, dann werde ich mit der Limousine abgeholt, wohne in den üblichen Luxushotels und gehe in den besten Restaurants essen. Es geht schon irgendwie. Oh, wow. Julia, du sabberst. Ja, nein, gar nicht. Ach Luca, ich finde das so toll. Du schenkst mit deiner Musik so vielen Menschen auf der Welt Freude. Danke, das hast du schön gesagt. Sag mal, würdest du eigentlich auch für einen wohltätigen Zweck auftreten? Ja, logisch. Freitag beim Schulfest, der Erlös geht an den Kinderheim. Kein Thema, Freitag. Ja. London, Paris, ja. Und dabei ist er so bescheiden. Also ich könnte das nicht. Mir würde dieser ganze Erfolg sofort zu Kopf steigen. Tja, also mir nicht. Mich lässt dieser ganze Luxus ja völlig kalt. Ich kann wunderbar ohne leben. Dann kannst du mir ja die Luxusbrüppchen wiedergeben, damit ich sie für unsere Schultombola spenden kann. Nein, ich hab gelogen. Ich will den Luxus. Ich will London, Paris, New York. Was? Abgesagt? Die auch? Ja, und wir haben keinen anderen Ersatz. Achso, ja, klar, okay. Ja, ich überlege mir einfach was. Ja, okay, ciao. Was mache ich denn jetzt bloß? Hi, Luca. Alles klar? Nicht wirklich. Mein Agent hat gerade angerufen. Eine Tänzerin hat abgesagt und wir finden keine, die Zeit hat. Immer diese unzuverlässigen Menschen. Warum tanzt du hier so rum? Ich tanzen? Das ist mein natürlicher Bewegungsdrang. So. Wen könnte ich denn noch fragen? Ich hole mir mal eine Cola. Vielleicht kann ich dann besser denken. Warte, das kann ich ja für dich machen. Okay. So. Oh, alle, die ich kenne, sind gerade woanders unter Vertrag. Das gibt's nicht. Ich habe ja Zeit. Schön für dich. Ich habe keine Zeit bei meinen ganzen Terminen. Ich meine, ich habe ja Zeit. Ich könnte ja für die Tänzerin einspringen. Was? Das würdest du wirklich machen? Aber mit dem allergrößten Vergnügen. Oh, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Tja, in mir schlummern eben verborgene Talente. Auf jeden Fall. Also, wir sehen uns dann am Freitag um 2 hier für eine kurze Probe und dann geht's gleich los. Freitag um 2? Hammer. Ich fliege erster Klasse um die Welt. Ich wohne in Luxushotels. Hey, Julia. Wie siehst du denn aus? Na, wie Tänzerinnen eben so aussehen. Wie findest du mein Kleid? Naja, eigentlich habe ich schon ein spezielles Kostüm für dich mitgebracht. Was ist mit den Koffern? Ah, na, für die Reise. London, Paris, New York. Ich kann ja nicht ständig dasselbe anziehen. Was sollen denn die Leute in den Luxushotels von mir denken? Julia, ich fürchte, ich habe da was nicht richtig erklärt. Doch, doch, hast du. Flüge erster Klasse, Limousinen-Service, Luxushotels, die besten Restaurants der Stadt. Siehst du, ich habe ganz genau aufgepasst. Das ist so nicht ganz richtig. Ah, ja? Da ist ja der Star von unserem Schulfest. Luca, ich habe mich noch gar nicht richtig bei dir bedankt, dass du heute Abend auftrittst. Na komm schon, mach ich doch gern für einen guten Zweck. Ach, das Schulfest, das hatte ich ja ganz vergessen. Aber danach gehen wir auf Tournee, ja? Nein, nicht wirklich. Hast du eigentlich schon eine Tänzerin gefunden für das Special? Ja, Julia übernimmt das. Julia? Oh, die wird sich Tonne aber ganz besonders freuen. Tonne? Wieso Tonne? Hast du etwa noch nichts gemacht? Ja, wann denn? Tonne? Was hat denn Tonne damit zu tun? Oh, ich muss mal kurz, ja? Katha erklärte das. Ich muss... Luca, warte auf mich! Ich will aber ins Luxushotel! I've been on the race, don't tell me I can't.
Und jetzt einen besonderen Applaus für Tonne und seine Mama, ohne deren Hilfe wir nicht das leckere Buffet gehabt hätten. Tonne, als kleines Dankeschön gehört der nächste Tanz dir ganz alleine. Luca, sing nochmal dein Lieblingslied. Und weil wir alle wissen, dass du ohne Pausenbrot keine Minute sein kannst, tanzt mit dir das wohl charmanteste Sandwich der Welt. Einen riesengroßen Applaus für Julia! Get this feeling that I should know what to do, but I'm still dealing now that you've opened the door. I feel the rush even more. Girl, what you see in my face, it's just a raindrop. Girl, you can think what you want. I made my pain stop, stillness is here in my heart. Don't feel your touch anymore. Also wir sind dann am Freitag um 12 für eine kurze Probe und dann geht's hier gleich los, oder? Doch, doch, hast du. Nein, doch nicht. Ultimative Grenze, Natürlichkeit.